Auch für die modernen Fertigungen haben wir spezielle Produktreihen. Hier jetzt ganz nahe zum Boden, wenn ich es richtig sehen kann. Jawohl, ganz nahe zum Boden und vor allen Dingen tatsächlich begehbar. In welchen Anlagen wird sowas verwendet? Also ein hoher Anteil dieser Bodenkanäle geht in die Automobilindustrie, in die Fertigungsanlagen für Karosserien, wo viele Roboter stehen, die mit Strom und anderen Medien versorgt werden müssen. Ein anderer Bereich ist tatsächlich jeder andere Anlagenbau, also Fertigungsanlagen, wo wir jetzt keine Bodenkanäle in den Boden einlassen können. Also es ist die Einsatzmöglichkeit Automatisierungsinseln in sich, die sicherheitstechnisch für sich auch völlig geschlossen sind, eine Versorgung von Medien, Luft, Wasser, Elektro, Steuerleitung in einem geschützten Bereich, um die Anlage herum zu positionieren und einzubauen. Und ich muss nicht vorher planen, was ich in einem Fußboden an Kanalsystemen mache, wie sie früher erbaut worden sind. Die ganzen Roboteranlagen werden mit solchen Kanalsystemen ausgestattet. Man verlegt dort drin die gesamte Elektroinstallation und im Servicefall müssen die Servicekräfte in diesen Bereich eintreten und deshalb werden die auch trittfest abgedeckelt. Einerseits eben zum Drauflaufen und ein zweiter großer Bereich ist Roboter, die schweißen. Das System ist relativ dicht gegen Funkenflug, weil natürlich eine hohe Anforderung darauf besteht, die Kabel vor Funkenflug zu schützen. Deswegen haben wir hier auch nirgendwo Löcher an den Seiten, wie es herkömmlicherweise bei den Kabelrinnen ja der Fall ist. Gibt es noch andere Varianten am Deckel? Es gibt weite Varianten. Es gibt natürlich für Bereiche, wo man nie hingehen würde, einen glatten Stahldeckel. Oder es gibt eine sogenannte Sandwich-Lösung. Das ist ein Stahldeckel mit einem Aludeckel obendrauf als Rutschhemmung. Oder wenn ich wirklich schmale Kanäle, eine rein Alu-Lösung. Also wir sind sehr breit aufgestellt in den Deckel, je nachdem, wie der Anwender ihn gerne hätte. Wenn diese Deckel aus 2 mm Stahlblech einen Bereich von 20 Kilo pro 3 Meter Teil erreichen, ist natürlich das Alu-Teil um ein Vielfaches leichter. Welche Varianten an Bodenkanälen stehen uns hier zur Verfügung? Also wir haben Bodenkanäle in zwei verschiedenen Seitenhöhen, einer 100er und 110er Höhe. Und wir haben sie in den Standardbreiten von 100 bis 600er im 100er Raster. Wir können noch flexible Sonderteile fertigen, also wir könnten eigentlich zwischen 100 und 650 mm Schritten machen. Übliche Verkaufsbreiten sind aber die genannten 100er Schritte. Und die Standardlängen von den Bodenkanälen, sind die auch herkömmlich 3 Meter wie bei den anderen Kabeln? Ja, wir haben Standardlängen in 1 Meter, 1,50 Meter und 3 Meter, sodass man hier auch schon im Vorab etwas flexibler ist und nicht immer aus 3 Metern und die Schneidarbeit zu minimieren vor Ort. Ich weiß, dass wir hier Bauteile benötigen, die sehr flexibel einsetzbar sind. Was haben wir jetzt hier genau an diesem Exponat zu zeigen, was uns die Flexibilität bieten kann? Ja, also tatsächlich müssen diese Kanalsysteme den Fertigungsanlagen folgen. Das heißt, wir reden hier über dauernde Richtungsänderungen oder Abzweige, die auch flexibel und leicht herstellbar sind. Wir haben einen flexiblen Bogen, den wir in einem Winkel zwischen 0 und 90, sogar einen Tick über 90 Grad einstellen könnten, um nicht jedes Mal jeden Gehrungsschnitt manuell machen zu müssen. Das heißt, ich kann die Trassen einfach kürzen, kann den Kanal mit seinem Formteil exakt anpassen und die eben nicht 90 Grad Richtungsänderung variabel einstellen. Ein Vorteil. Zweiter Vorteil ist tatsächlich, man sieht es hier schon, wir müssen Abgänge an die Roboteranlagen führen oder an die weiteren Verbraucher. Sehr problematisch normalerweise mit Abzweigen. Hier tatsächlich gelöst über einen klassischen Ausschnitt. Ich mache einen einzigen Ausschnitt und kriege überall Adaptersysteme, hier zum Beispiel für einen runden Schlauch, an dieses Kanalsystem ran, um Kabel rein und raus zu führen und das immer noch schön gekapselt. Keine Öffnung. Funkenflug war ja schon Thema. Okay, und jetzt, wenn ich nochmal auf das Rohr eingehe, muss man denn vorher wissen, welches Rohr ich anschließen möchte? Nein, man muss tatsächlich nicht wissen, welches Rohr. Das ist ein Ausbrechsystem, wie man das heutzutage kennt. Man kann dieses Teil herausziehen und hat dann vorgefertigte auch Bruchöffnung, um genau den Durchmesser der üblichen Kanalanschlüsse zu realisieren. Ein weiterer Vorteil dieser Öffnung, man hat es gerade gesehen, gibt diese Schläuche in einer geschlitzten Ausführung, sodass ich nicht mal den Kabel durch den Schlauch fädeln müsste. Durch die Zweiteiligkeit komme ich in den Kanal rein und kann danach auch einfach dieses Teil wieder aufstecken und muss hier nicht ein Kabel durch dieses Rohr durchfädeln. Durch die Begehbarkeit ist wahrscheinlich der Deckel auch stark belastet. Ich nehme an, dass deswegen auch Trennstege verbaut werden.
für den flexiblen Bogen, gibt es da auch eine Lösung für? Ja, ein Trennstick, der hier gerade eingebaut ist, ein Trennstick, den man auch manuell biegen kann, also ohne ein Werkzeug haben zu müssen, kann ich hier eine Richtungsänderung in dem Trennstick, der wirklich auch hauptsächlich dafür da ist, den Deckel zu unterstützen, eingebaut wird, um diese Unterstützung auch durchzuführen. Der Deckel auch, wir haben hier blankes Blech, ist natürlich von der Rutscheigenschaft nicht so schön, deshalb ist hier eine Struktur aufgebracht, die dafür sorgt, dass wir eine Rutschklasse von bis zu R12 erreichen. Es gibt neben dem flexiblen Bogen noch einen flexiblen Abzweig, einen T-Abzweig, der auch dann in einem Winkel von der Haupttrasse eingestellt werden kann, ohne nachträglich Gehrung flexen zu müssen. Diese Butzen kann ich hier auch an den Seiten erkennen. Wofür könnten die zur Verfügung stehen? Diese Butzen haben auch eine wichtige Funktion, und zwar müssen diese Kanalsysteme mit einer extremst guten Erdung ausgestattet werden, einem guten Potenzialausgleich. Und zwar an jeder Stelle, wo man aus dem Kanal rein und raus muss, müssen sogenannte Übergangsklemmen reingebaut werden. Und damit ich dafür keine Löcher in die Seite bohren muss, schlägt man auch hier den Butzen raus. Man gibt die passende Potenzialklemme dazu, um dann aus dem immer mitgeführten Kupferseil dann abgehen zu können in Verbraucher, um das Potenzial auf den Verbraucher zu übertragen. Oder ich habe einen Abzweig, kann den Abzweig direkt ans Potenzial anschließen. Also aufgrund, dass hier immer die Starkstromversorgungsleitung und auch die Steuerleitung verlegt werden, auch ein Grund der Trennstege, weil ich die wirklich, wirklich trennen muss. Ich darf keine EMV-Probleme bekommen, also elektromagnetische Verträglichkeit, sind die ganzen Sachen so stark ausgelegt, dass wir genau diese Probleme minimieren können. Dann ist klar, wenn in der Automobilindustrie so ein Fertigungsroboter stundenweise stehen würde, sind natürlich Ausfallzeiten und Kosten, die eigentlich nicht akzeptabel sind. Das klingt ganz danach, als ob das System sehr auf Montagefreundlichkeit ausgelegt wäre. Ich erspare mir hier das Bohren, ich erspare mir hier das Bohren. Gibt es noch weitere Vorteile? Schneiden ist, glaube ich, auch immer ein großes Thema. Ja. Ich hatte ja schon eingangs erwähnt, dass wir im Grunde genommen ja den Fertigungswegen der Anlage folgen müssen. Das heißt, wir müssen viel schneiden. Was wir für dieses System jetzt auch haben, ist ein sogenanntes Teleskopstück. Sie kann also einen Bereich von 500 bis 900 mm variabel abdeckt, und dann muss mal so ein Roboter um 5 Meter versetzt werden oder um 30 cm, dann kann man das alles ohne Schneiden auch im Nachhinein nivellieren. Man sieht hier oben diese Rundlöcher in dem Bereich. Dieser Deckel wird entweder mit einer Deckelklammer oder einem Drehriegel gehalten. Da ich beim permanenten Schneiden nicht weiß, wo die Position ist, habe ich hier ein Raster von alle 50 mm und könnte hier mit einem Schlagdorn den Bolzen rausnehmen und kann an der Stelle flexibel einen Drehriegel einsetzen. Was können wir noch für montagefreundliche Zubehörartikel bieten? Ich denke da zum Beispiel an den Deckel. Wir hatten hier die Klammern. Jetzt könnte ich mir vorstellen, im Verlauf eines Kanals, wenn die Deckel dicht an dicht stehen, wie kriegen wir den Deckel vom Kanal? Ja, da wir ja schon gesagt haben, es ist ein begehbares System, befinden sich diese begehbaren Bodenkanäle in sehr dichter Bodennähe. Und natürlich so einen Deckel dann hochzuheben, haben wir Deckelheber dafür, um den Deckel ergonomisch besser hochnehmen zu können. Der wird einfach untergehakt außen und dann kann man den Deckel hochheben. Wenn man doch mal nachträglich bohren muss, wäre natürlich ein Anzeichnen sehr, sehr aufwendig immer wieder die Position. Es gibt ein sogenanntes Multitool, mit dem alle üblichen Bohrungen am Kanal mit einer Schablone zum Aufstecken vorgefertigt sind. Ich muss nicht anfangen zu messen und anzukörnen, sondern ich finde die Stelle mit auflegen, kann direkt über das Multitool bohren und kann das Loch, was ich dann brauche, vor Ort relativ schnell und einfach herstellen. Also auch für die Verbinder in den Bodenkanälen wäre diese Schablone? Ja, die ist für alle Seiten, für die Seitenverbinder, für die Bodenverbinder, eventuell auch noch für eine Erdungsklemme, die wirklich mal woanders sitzt, gibt es ein Maß dafür, was man über dieses Multitool abstecken kann. Jetzt haben wir hier zwei verschiedene Arten von Bodenkanalaufständerungen. Gibt es noch weitere Möglichkeiten? Je nach Anwendungsbeispiel einmal diesen BKHR-Halter, um fremde Medien unter aufzunehmen. Wenn ich das Stellen, wo ich die nicht haben muss, kann man diese Z-Profil nehmen. Es gibt ganz viele Anforderungen vom Kunden. Wir haben 4 im Standardsortiment, aber produzieren in der Zwischenzeit mindestens 15 verschiedene Bodenhalter, je nachdem, welchen Bodenkanalhalter der Kunde gerne präferiert. Und die Seiten bleiben in der Regel offen oder wird das hier vielleicht nochmal geschlossen? Sowohl als auch, aber im Normalfall werden die geschlossen. Deshalb sind auch diese Platten vorne hier dran. Da gibt es ein Seitenteil über Bohrschrauben direkt verbohrt und dann ist dieser Seitenkanal zu und dann kann da auch keine Beschädigung und auch kein Dreck unter die Kanäle unten runterkommen.
Gibt es für diese Systeme auch Höhenversprünge als Formteil? Es gibt einen Höhenversprung. Irgendwie muss man die Bodenkanäle ja mal an die Hauptversorgung anschließen, also an irgendeinen Steigpunkt. Und deshalb gibt es ein einziges Teil, um in ein Steigstück zu kommen. Denn auch im Normalfall stehen ja diese Anlagen nicht unbedingt mitten in einem Raum. Also man geht aus einem Einspeisungspunkt, der über eine Steigetrasse aus dem Gebäude kommt, in die Anlage rein. Dafür haben wir einen Anschlusspunkt. Wäre sonst auch schwierig, mit dieser maximalen Tritthöhe, die man normalerweise hat, dann irgendwann mal raufzusteigen. Auch in diesem Fall können wir die Montage mit anbieten? Ja, wir können die Montage anbieten. Es ist tatsächlich dieses Problem, dass noch bis kurz vor Inbetriebnahme Änderungen vorgenommen werden. Aufbauen, wieder nachrüsten, aufbauen. Deshalb ist es ganz häufig, dass diese Kanalsysteme von den Anlagenbauern selbst aufgestellt werden und dann auch permanent angepasst werden. Weil die Priorisierung des Anlagenbauers ist die Optimierung seiner Fertigungsanlage und nicht die Optimierung des Kabelweges. Der Kabelweg muss der optimierten Fertigungsanlage folgen.